Hey, ich bin Timo. Heute schauen wir uns dieses Parfum mal ganz genau an. Und zwar Dior Homme, das Eau de Toilette in der 2020er Version. Falls du diesen Duft schon kennst, gerne mal kommentieren, wie du ihn findest, was du so erlebt hast, wie ist die Haltbarkeit. All diese Erfahrungen ganz gerne mal in den Kommentaren mit uns allen teilen. Und nun schauen wir uns dieses Parfum doch mal ganz genau an. Und zwar von außen nach innen. Das hier ist mein selbstgekaufter 50ml Flakon. Ihr bekommt auch einen in 100ml. Startpreis für diesen hier in 50ml 60 Euro, 100ml für um die 80 Euro, damit ihr es schon mal so ungefähr eingrenzen könnt. Der Flakon ist schlicht gehalten aus Glas, Deckel ist aus Plastik und ihr habt diesen Sprühschlauch schön versteckt durch dieses schwarze Element hier drin. Das ist schon mal gut gemacht. Der Sprüher ist in Ordnung, das passt alles, ja, aber viel wichtiger ist natürlich, wie ist der Duft selbst? Und das gucken wir uns mal an, und zwar im nächsten Kapitel. Dior Homme in dieser Eau de Toilette 2020er Version ist ein holzig frischer Duft, der dazu noch leichte, angenehme männliche Würze hat und noch etwas Zitrus. Wir bewegen uns schon in einem Spektrum, da sind wir etwas eleganter unterwegs. Ne? Das hier ist so ein Immergeher, gerade auch für Männer, die vielleicht nur einen Duft haben möchten, den sie immer einfach mal eben so nehmen können, der ganz unkompliziert ist, der aber funktioniert, egal wo und egal wann. Dann ist das hier ein richtig gutes Parfum. Was haben wir hier genau drin? Wir haben hier gerade zum Anfang Bergamot. Das sorgt für diese frische, aber auch leicht herbe, zitrische Note. Dann bekommst du rosa Pfeffer, ja, gibt dir etwas männliche Würze mit auf den Weg. Dazu gibt es natürlich Hölzer. Wir haben hier Zeder bzw. auch noch Vetiver mit drin. Das ist schon ein moschuslastiger Duft auch. Das sorgt für dieses saubere Gefühl hier drin. Und ISOE Super. Na, das hat für mich immer so was synthetisch-holziges. Und das merkt man hier auch etwas drin. Etwas Synthetik. Etwas, es ist jetzt nicht so ein Duft, der krass synthetisch wirkt. Aber so ein ganz bisschen haben wir das Ganze drin. Und ISOE Super macht immer schon mal so einen Duft ganz gerne auch mal nasenblind. Das heißt, wenn du diesen Duft irgendwann nicht mehr riechst, kann es auch daran liegen. Das ist ein Parfum, wie ich ja schon sagte, den kannst du einfach immer und gedankenlos tragen. Für mich ist das hier so ein James Dean Parfum. Ein absoluter Klassiker. Das ist so ein richtig sympathischer, interessanter Kerl, der Charme und Ausstrahlung hat. Na, und ich stelle mir hier vor, James Dean trägt den damals so am alten Hollywood-Set. Na, er ist so ein bisschen rebellisch drauf, aber trotzdem sehr charismatisch und hat dann vielleicht im Mundwinkel noch so eine Zigarette, ja, um die Schulter, seine Lederjacke, unterhält sich mit einer richtig heißen Dame, geht danach weiter wieder ans Filmset und das passt ihm, weil das hätte man damals schon tragen können, ja. Und auch heute würde er noch leben. Ein Parfum, was einfach keine Zeitbeschränkung hat, ja. Also weder natürlich, ich spoiler schon mal, weder von den Jahreszeiten, wo du es einsetzen kannst, noch den hättest du auch schon 1800 irgendwas tragen können, aber auch heutzutage. Ja, das ist einfach ein super Klassiker, der sich einfach überall gut macht. Dior Homme EDT ist einfach wie so ein blödes Chanel. Egal wann, egal wo tragen, einfach gut riechen. Es ist kein Meisterwerk im Sinne von wow, in diesem Duft passiert jetzt wer weiß was. Eine ganze Magie, ein oh wow, guck mal, wie der Duft sich ändert, der ist schon recht linear. Nein, aber frisch, holzig, riechen, elegant. Und da habe ich das jetzt, glaube ich, sehr auf den Punkt gebracht. Kannst du hiermit sowas von gut. Du gehst zur Arbeit, du trägst den. Du hast ein Date, du trägst den. Du gehst irgendwie abends essen, du trägst den. Du musst morgens zur Post gehen, du trägst den. Ein absoluter Allrounder. Schon ein bisschen schicker unterwegs sein, super gut machbar. Dieses Parfum kann wirklich jeder tragen, ja, vielleicht ab 18, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Teenie-Duft ist, bin ich mal ganz ehrlich, sehe ich nicht so ganz, aber sobald man quasi ein Mann ist, ja, da kannst du den hier auf jeden Fall tragen oder wenn du einfach das ausstrahlen möchtest, dann auf jeden Fall den tragen, auch im Sommer, warum denn nicht, und das ist einfach so einfach einzusetzen, einfach gedankenlos gut. Die Haltbarkeit ist absolut in Ordnung dafür, dass wir hier ein Eau de Toilette haben. Er bekommt von mir in Sachen Haltbarkeit eine 7 von 10. Sillage ist ein bisschen schlechter, bekommt eine 6 von 10. Ich nehme den auch ganz gerne mal im Büro. Da merke ich nach 8 Stunden, dass der noch irgendwo auch da ist.
Ich habe das Gefühl aber, dass die ersten 4-5 Stunden richtig stabil sind, auch dieses Jahr. Danach geht das schon so ein bisschen eher Richtung hautnah, aber ganz ehrlich, dann sprühst du den ganz gerne mal wieder nach 6 Stunden oder so. Aber es ist schon, das ist schon in Ordnung. Und bitte bedenkt, wir haben hier einen doch echt eleganten Duft, ja? Das ist kein Arabian Tonka oder Airtiger, wo du alles einnehmen möchtest. Ja, das ist ein bisschen eleganter, ein bisschen schicker. Das passt dann auch nicht zu dieser Duft-DNA, dass man eine Siage hat, die viel zu krass ist und wo alle sich beschweren. Nein, das passt, finde ich, hier absolut nicht zu. Von daher ist das schon der Duft-DNA entsprechend gut gemacht mit der Hyperkeit und Siage. Mein Fazit, du brauchst einen Duft, den du immer nehmen kannst. Beziehungsweise, du weißt manchmal gar nicht, was du tragen sollst. Ne? Es ist Montagmorgen, es regnet. Oder ist es Sommer und du musst ins Büro, es ist total warm, was sollst du denn jetzt tragen? Dann ist so ein Parfum immer eine gute Wahl, auch vielleicht für Dates, wenn du nicht weißt, was du tragen sollst. Der ist so einfach zu tragen, das wird einfach jedem gefallen und Komplimente wird es mit Sicherheit auch geben. Ist auch mir schon passiert, ja. Warum? Weil der einfach frisch, holzig, angenehm ist, der eckt nicht an, kann man machen. Du hast hier auch eine ordentliche Haltbarkeit. Du hast hier vom Preis her noch etwas, was bezahlbar ist. Ja, so mit 60 Euro für einen Designer. Das ist in Ordnung. Da passt alles. Aber bedenke, das ist jetzt kein Parfum, wo jetzt ein großes Feuerwerk abgeht und du extrem Menschen damit beeindrucken kannst. Ne? Das sehe ich jetzt nicht so ganz. Ist einfach frisch, holzig, etwas würzig. Bam! Und hast einfach ein Parfum, was einfach gut riecht. Ne? Ich finde ihn richtig gut, auch wenn das hier vielleicht jetzt gerade ein bisschen so klang, so ist ja nichts Besonderes oder so, aber das ist einfach ein einfaches, gutes Parfum, Punkt, Ende, aus. Damit machst du nichts falsch. Ne? Und Dior Homme ist einfach so ein Parfum, trag es einfach und fühle dich gut damit. Ich tue es und kann ich dir einfach nur empfehlen, das ist schon so ein, das klingt immer ein bisschen böse, das Wort, wenn man sagt Standard. Meine ich aber absolut nicht negativ. Ein richtig guter und hoher Standardduft ist das hier. Dior Homme EDT kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du einen guten Allrounder brauchst, der auch ein bisschen schicker ist. Und jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt bist du dran. Wie findest du denn Dior Homme EDT, die 2020er Version? Falls du den kennst, in die Kommentare. Und nun heißt es, abonnieren, wenn du neu hier bist, würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns schon irgendwie und irgendwo wieder. Ich freue mich auf dich, mein Lieber. Dein James Dean, der Parfum-YouTuber. Das klang jetzt ein bisschen zu groß. Egal. Lass ihn mal so stehen. Timo, wir sehen uns und bis bald.